Also tut mir sehr leid für Sie alle, für euch alle. Ich habe keine Stimme. Ich denke, wir sollten uns erstmal selber sehr loben. Vielleicht applaudiert ihr euch selber, wie ihr alle, wie wir alle in den letzten Jahren die Pandemie bewältigt haben, wie schnell wir uns umgestellt haben, wie schnell unsere Leute uns umgestellt haben, ist doch grandios, oder? Haben wir jetzt, ist das jetzt Normalität? Ist das jetzt vorbei? Ich glaube nicht. Ganz kleine Anekdote, vor 5 Wochen, ich gehe so durch die Büros, sehe ich den Daniel. Daniel, stimmt, du bist jetzt ja hier. Ja, ich sitze jetzt hier. Nee, du hast die letzten 2 Jahre nicht hier gesessen. Ich gehe jeden Tag durch. Heute bist du aber wieder da. Schön, dich zu sehen. Dann geht er so einen Schritt zurück, guckt mich groß an. Ach ja, du hast ja gar kein Homeoffice. Stimmt, wenn ich eine Fabrik leiten und führen soll, dann habe ich kein Homeoffice. Also, ich will damit sagen, die Realitäten haben sich komplett verändert und auch noch weiter auseinandergelebt. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Zeit. FAZ, ich glaube am 14. Mai, wird die Normalität zur Ausnahme. Und die Krisen, die FAZ dort ansprach, entsprachen ziemlich genau einer Folie, die wir schon Ende 2019 nochmal aufgestellt haben. Nur Epidemie ist dazu gekommen. Also was alles uns bevorsteht, Klimakatastrophe, Migration, auch Automatisierung und Digitalisierung ist ja für viele Menschen eine Bedrohung. Umwälzungen aller Art. Jetzt kommt dazu New Kind of Work, das ist auch noch dazu gekommen. Kriege hatten wir aber allerdings schon drin, 2019. Inflation. Wir haben eine riesen Aufgabe vor uns. Und nicht nur Digitalisierung. Und es kann aber auch alles ganz anders werden. Weil sich alles ändert, alles sofort, jetzt, kann es vielleicht der größte Boom der Geschichte werden. Es muss ja alles neu gemacht werden. Wie wir essen, wie wir schlafen, wie wir fahren, wie wir uns unterhalten, wie wir produzieren, wie wir bezahlen. Alles, alles ändert sich. Und das heißt doch eine Riesenchance für zig Sachen. Und auch die Digitalisierung, die Datenmoloche, ich sag mal Blockchain, vielleicht gibt es Freiheit durch Blockchain. Und auch Automatisierung, da arbeiten wir alle dran, dass es keine langweiligen Jobs mehr gibt. Dahin zu kommen, glauben wir, ist Leadership. Und das nicht in Ihren Firmen, denke ich, weiß ich, das ist in vielerorts ein Problem. Weltwirtschaftsgipfel Davos vor ein paar Jahren. 86% of respondents to the survey said leadership, it's a leadership crisis in the world today. Schlechte Leadership ist ein Kassenknüller. Als, das ist ja hier Deutsch, Stromberg, als The Office bei Netflix abgesetzt wurde 2019, gingen die Aktien runter. Bad Leadership ist ein Riesen-Entertainment-Faktor. Und die Amerikaner nennen das The Great Resignation. Leute hören auf zu arbeiten, machen was ganz anderes, haben festgestellt, dass es auch so geht, haben eigene Interessen. Und das haben ja auch die Vorredner schon alle gesagt. Die Leute müssen auch gar nicht mehr in vielen Bereichen nicht mehr so viel arbeiten. Erbengeneration und so weiter und so weiter. Ja, wie kriegen wir das jetzt hin? Und wir haben eine ganz kleine Theorie, wie man mit den 3 Grundfarben, Cyan, Magenta, Yellow, jede andere Farbe malen kann und damit jedes fantastische Bild malen kann. So meinen wir, kann man mit Wahrheit, Leistung, Liebe jede Art von exzellenter Organisation machen. Nicht, dass wir denken, Egos ist exzellent oder Weltklasse, aber dass man damit auf den Weg kommt. Und da möchte ich kurz ein paar Stichworte sagen zu den einzelnen Dingen. Einfach nur ein paar. Erstmal zur Wahrheit. Ich denke, ich sage 4 Sachen zur Wahrheit. Eine Wahrheit ist, Sie und Sie und Sie und Sie und vielleicht auch der Herr Söder, Sie machen das alle nur für sich selbst. Und Ihre Leute auch machen das alle nur für sich selbst. Ich glaube, das ist die Wahrheit. Und das ist auch normal. Wir sind alles Egoisten. Es ist nur wichtig, in der Leadership das zu wissen.
und das von vornherein mit einzupreisen. Zweitens, alles ändert sich. Ich habe es eben schon gesagt. Ich glaube, also für uns bei Egos kommt die nächste große Krise in China. Wir sagen seit über 10 Jahren, Egos muss überleben, wenn China von heute auf morgen uns den Hahn zudreht. Ich sage das seit 12 Jahren. Jetzt kann ich es in der Zeitung lesen, aus einem anderen Blickwinkel. Ne? Wir müssen raus. Das heißt, ich muss Liquidität vorhalten, damit wir diesen Schock überleben. 20% Umsatz oder sogar mehr und ähnlicher Gewinn. Dritte Wahrheit. Verstehen wir wirklich unsere Kunden? Verstehen wir wirklich unsere Leute? Wenn wir bei uns die Leadership-Trainings machen, machen wir das sogenannte Ich-Spiel. Sie zwei würden sich jetzt unterhalten, 5 Minuten. Es gibt nur eine Regel, Sie dürfen das Wort Ich nicht verwenden. Schweißgebadet kommen wir da alle raus. Schweißgebadet, ich natürlich als Rheinländer ganz besonders, ich. Es ist so schwer, nur 5 Minuten aus dem eigenen Zentrum des Universums rauszukommen. Und eine vierte Wahrheit für heute, jeder lügt. Ich kann sehr empfehlen das Buch von Pamela Meyer, Lie Spotting. Auch das ist eine Binsenweisheit. Und da müssen wir mit umgehen. Und jetzt kommen wir zur Leistung. Fangen wir direkt mit dem Lügen an. Es ist aus unserer Sicht die vornehmste wahrscheinlich und vielleicht die schwierigste Aufgabe von Leadern, eine Atmosphäre der Wahrheit zu schaffen. Das ist so schwer. Ich habe viele dieser Erkenntnisse kommen ja bei mir daher, dass ich zig Fehler gemacht habe, die falschen Leader eingestellt. Dann bin ich selber in die Fabriken, da habe ich erst gesehen, wie viel da gelogen wurde und auch wie die Menschen dann sich abwendeten. Das ist eine Riesenleistung von Leadership, dahin zu kommen. Ich denke, der Begriff von Servant Leadership hilft, dass unsere Aufgabe ist, über den Erfolg unserer Leute Erfolg zu produzieren. Manchmal heißt das aber trotzdem sehr hart zu sein, weil es kann auch dem Team dienen, die wirklichen Störer zu entfernen. Zweitens, zuhören. Ich sage nur mal ein Beispiel von uns bei Egos in Köln. Über 80 Geburtsländer kommen unsere Leute in der Fabrik in Köln. Also wir haben eine Riesenaufgabe als Leistung, uns gegenseitig zu verstehen. Ich sage nur mal eine kleine Sache, die wir machen. Wir haben jetzt seit 1,5 Jahren so eine richtig systematische Lernfabrik. Ich habe hier nur eine Folie. Also jeder, auch Leiharbeiterin, jeder Mensch, der reinkommt, hat einen Willkommenstag. Da machen wir Spiele, da gibt es Filme, dann geht man rum, auch an meinem Büro rum. Ist immer ganz schön. Ich sitze ja offen, mittendrin. Manchmal frage ich, ob man mir eine Banane reinwirft. Aber damit, das ist jetzt nur ein kleiner Teil. Also wir müssen, meine ich, Leistung sehr viel tun, zuzuhören. Und natürlich auch bei unseren Kunden. Also wir, denke ich, schon besser, aber wie schaffen wir es, dass unsere Leute wirklich echt zuhören? Dritte Leistung, viel Neues lernen. Hier wird da ganz viel über Digitalisierung gesprochen. Ich bin noch nicht mal in LinkedIn im Moment. Warum? Weil ich weiß, dass ich dann überfahren werde. Also für mich ist eine Entscheidung, mache ich jetzt den 27. Kanal auf oder nicht? Ich muss es sicherlich machen. Also das alles nochmal zu lernen, auch als Leader, als Verantwortlicher, KI, wir müssen es ja wenigstens verstehen. Eine Riesenleistung. Viertens, übrigens alles, was ich Ihnen hier sage, unterrichten wir letztlich an alle Egos-Kolleginnen und Kollegen weltweit. Also die Inhalte sind nicht privilegiert für nur die Leadership. Entschuldigung. Viertens, wir sind zu dem Schluss gekommen bei Egos, dass wir in jedem Bereich Weltklasse werden müssen. Hier ist nun mal Spritzguss aufgemalt und wir malen dann so Bilder. Was heißt es, im Spritzguss Weltklasse zu sein? Das sind die einzelnen Bereiche einer Spritzgussmaschine inklusive Materialvorbereitung und so weiter. Und wir sagen unseren Leuten, wir haben Regeln der Zusammenarbeit. Erste Regel, keiner tut was gegen seinen Willen. Zweite Regel, aber wenn du hier anfängst, dann bitte arbeite an der Weltklasse, weil wir müssen Richtung Weltklasse kommen in jedem Bereich, sonst überleben wir nicht.
Fünftens, wir müssen sehr viel investieren. Leistung. Ich kann sehr empfehlen, das Buch Amazon Management System, vor 3 oder 4 Jahren rausgekommen. Ganz schmales Buch, 165 Seiten. Seitdem weiß ich nochmal ganz genau, warum ich noch nicht mal eine popelige Milliarde geschafft habe und Jeff Bezos 469 Milliarden Umsatz. Mann, was investieren die ständig? Ständig mit einem Risiko. Und das, glaube ich, betrifft auch uns Familienunternehmer jetzt. Wir müssen investieren mit einem viel höheren Risiko. Michael Marhofer ist, glaube ich, nicht hier. Ich habe eben seinem Vortrag gelauscht, der ja auch gesagt hat, 150 Softwareentwickler wussten gar nicht, wo es hingeht. Also da auch da Leistung. Und neben der Wahrheit vielleicht die größte Leistung der Leadership. Ich liebe diesen Satz, ist nicht von mir. Morgens, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich den Grund für alles, was in meiner Firma schiefläuft. Also bei mir, bei Ihnen vielleicht nicht. Übrigens nicken meine Leute dann auch immer. Super. Wenn ich dann sage, ja, aber du in deinem, eigentlich geht es mir auch darum, dass du in deinem Team das ähnlich siehst, für dein Team, dann wird es schon schwieriger. Meine Freunde sagen seit 20 Jahren, warum bist du denn so ein Märtyrer? Und ich sage, das hat nichts mit Märtyrertum zu tun, sondern wenn ich das nicht so sehen würde, wäre ich ja fatalistisch. Dann würde ich ja sagen, ich kann nichts ändern. Ne? Die Menschen sind schlecht und die Umwelt ist schlecht und ich habe keine Chancen. Indem ich sage, morgens im Spiegel sehe ich alles, sehe ich den Grund für alles, was in meiner Firma schiefläuft, kann ich was ändern. Und ich glaube, dass gerade heute die Zeit da ist, um für diese Art von Selbstbewusstsein. Ja, Liebe ist ein großes Wort und vielleicht auch falsch. Wir benutzen es aber, natürlich geht es um Erfolg. Es geht sicherlich auch um den Erfolg, die Liebe im Champions League-Niveau, also für die paar Minuten, wo man den, kurz bevor man den Pokal hat, es ist ja auch nicht ein ständiges Gefühl. Es geht um die Momente, wenn man Menschen, die vor 5 Jahren noch kein Deutsch kannten, die durch die Lernfabrik gekommen sind, auf dann Teamleiter sind. Es geht natürlich um Erfolg, Geld, auch neue Möglichkeiten. Larry Ellison hat von Oracle seine Yachten für den America's Cup. Ich liebe immer unseren Wolfgang Kuhl. Bei Ego ist das ein Schlosser und der lernt über die Egos Akademie Japanisch. Kunden lieben einen, man wird zur Publish Industry eingeladen, herzlichen Dank dafür. Also das kommt ja Anerkennung. Und witzig, vor 2 Wochen stand in der New York Times ein Artikel, The rich are not who you think they are and happiness is not what you think it is. Und da hat man in England ein wahnsinniges Experiment gemacht. Ein paar 10.000 Leute ständig angefragt, wo bist du, mit wem bist du zusammen und wie glücklich bist du gerade. Und das Ergebnis war, also es waren dann 3 Millionen Datenpunkte von zig 10.000 Leuten. Und das Ergebnis war, die Menschen sind am glücklichsten, wenn sie mit ihrer Liebsten, ihrem Liebsten zusammen sind, bei 26 Grad, irgendwo aufs Wasser gucken und Sex haben. Das habe ich jetzt nicht gezeigt hier. Also Erfolg und Liebe ist natürlich unterschiedlich interpretierbar. Und eine Sache noch bei Egos, was wir in der Leadership extrem jetzt trainieren, ist, wir packen es mal unter Liebe, ist Kreativität. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Was versäumen wir alles für Chancen jeden Tag, indem wir zusammensitzen und meinen, das wäre dann irgendwie ein Brainstorming oder was Kreatives. Wir unterrichten ja 12 Kreativitätsmethoden. Ich kann Ihnen auch wahnsinnig empfehlen, wir haben es jetzt ein paar Mal eingesetzt, die Methode Amazon Future Press Release. Wer das nicht kennt, einfach mal googeln. Das steht auch in dem Buch, Amazon Future Press Release. Man tut so, als wäre das Produkt schon draußen. Und angeblich ist dadurch Amazon Prime entstanden, weil jemand im Customer Service so etwas geschrieben hat. Und das unterrichten wir bei uns und da ist das auch schon einiges rausgekommen. Ja, ich hatte mir vorgenommen, nicht so viel von Egos zu sagen, aber ich wollte einmal nur mal sagen, dass wir diese ganzen Dinge in einen Kreislauf bringen, in jedem Team, hier ist der Leader, wir haben unsere World-Class-Goals, wir haben unsere paar Prinzipien,
Wir machen ganz viel mit Scrum. Wir setzen die Tools ein. Lean, Scrum, OKR, Gemba Walks sind Teil von Lean, aber wir haben es nochmal separat gemacht. Und über OKR vernetzen wir uns zusammen. Also wir setzen dieses sehr abstrakte oder esoterisch klingende Wahrheit, Leistung, Liebe um. Und die Messgrößen für Leader bei uns sind nur vier. Wie transparent bin ich? Setze ich die Werkzeuge ein, wenn ich sie brauche, wenn sie gebraucht werden? Wie ist die Stimmung in meinem Team? Und wie sind die Resultate? Letztlich ist es Resultate. Ja, und wir meinen, um dahin zu kommen, ich komme so langsam zum Schluss. Also mit diesen drei Grundfarben kann man jede Art von guter Firma malen, auch Kaninchenzüchterverein, Fußball oder Hochleistungselektronik. Ob es nun so bunt ist oder ein bisschen lässiger bunt oder ein bisschen verschlossen, nach außen zumindest, verschlossen und mysteriös, poppig, grell. So eine Revolution oder auch so eine Revolution, Jackson Pollock, oder konstruktivistisch, innovativ. Oder man nimmt alles mal auseinander und setzt es wieder neu zusammen, wie hier im Kubismus. Oder man macht es bewahrend. Also es gibt ja unterschiedlichste Wege zum Erfolg. Oder man macht ein NFT. Das ist versteigert worden bei Christi, ich glaube 2019. Wie viel hat dieses digitale Bild ersteigert? Ja, 70 Millionen Dollar. Ich habe von einem anderen gelesen, es ist, glaube ich, vor ein paar Jahren für 6,4 Millionen versteigert worden und jetzt war es noch 16.000 Dollar wert. Ja, aber okay, es ist, auch da sind die drei Farben drin. Also wir glauben, mit dieser Leadership, Innovation, Investition und Intensität, kann man so ein bisschen gleichsetzen, Innovation, Liebe, Investition, Wahrheit und Intensität, Leistung oder einfach harte Arbeit, glauben wir, kann man da hinkommen, dass wir diese wahnsinnigen Disruptionen in Chancen umsetzen. Und ich glaube, der Frank Stürnberg hat das eben auch gesagt, wir haben über allem bei uns, bei Igos steht, Erfolg für unsere Leute durch den Erfolg ihrer Kunden. Und wir glauben aber, man muss das jetzt noch dazu machen. Die Leute müssen sagen können, das haben Sie gesagt, Herr Stürnberg, ich bin erfolgreich, also unsere Leute, ich bin erfolgreich für mich und meine Familie und ich helfe, die Welt zu verbessern. Ich glaube, das ist wichtig und deswegen glaube ich auch, ist so ein Elon Musk so populär. Vielleicht seit gestern nicht mehr, Sie haben mitgekriegt, seit gestern nicht mehr, ne, hat alle Leute wieder reinberufen, raus aus dem Homeoffice, rein in die Büros, mindestens 40 Stunden, mal gucken, wie lange die Vision dann noch hält. Aber auch nochmal, also ihn hier finde ich ja, ich habe zigmal geweint. Also was für ein Leader, das vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht macht er auch Riesenfehler, vielleicht ein Clown uns allen die Freiheit rettet, einfach nur, weil er da bleibt und sagt, I need ammunition, not a riot, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Und wir machen eben solche Sachen von Ocean Plastic zu Fahrrädern, um unseren Leuten da etwas zu geben, ein klares Ziel zu geben. Für uns in der Industrie ist vielleicht noch tröstlich, was immer so bleibt und wie man aus vielen Egoisten ein tolles Team macht. Man kann jedem unserer Leute sagen, je mehr du für deine Kunden tust, desto mehr tust du für dich selber. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.